Wie ermitteln Sie Ihre Maße für HVEP-Maßanfertigungen? Sie benötigen die Messanleitung für Maßanfertigungen, ein Maßband und einen Stift. Wir erläutern die Messanleitung Schritt für Schritt. Wir beginnen mit Maß A, der Körperhöhe. Messen Sie vom Scheitel bis zum Boden, ohne Schuhe. Tragen Sie den Wert an der entsprechenden Stelle auf dem Formular ein. Die Halsweite B wird horizontal gemessen, über dem Halswirbel und unter dem Adamsapfel mit zwei Fingern zwischen dem Maßband. Maß C, die Schulterbreite, wird vom Halsansatz bis zum Ende der Schulter, dem Schulterpunkt, gemessen. Die Ärmellänge D muss mit leicht gebeugtem Arm gemessen werden, und zwar vom Schulterpunkt über den Ellenbogen bis zur gewünschten Ärmellänge. Maß E, der Brustumfang, wird unter den Achseln gemessen, auf der Höhe, auf der der Brustumfang am stärksten ist. Die Taillenweite F wird an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen, zwischen Brust und Bauch. Unterhalb der Taille finden wir Maß G, die Bauchweite. Sie wird an der Stelle gemessen, an der der Bauchumfang am stärksten ist. Die Bundweite H wird auf der Höhe gemessen, auf der sich der Hosenbund befindet. Sie wird ohne Gürtel gemessen. Bei der Hüftweite I messen wir den Hüftumfang. Führen Sie dafür das Maßband über das Gesäß. Der Oberschenkelumfang J wird da gemessen, wo der Oberschenkel am stärksten ist. Maß K, die Seitenlänge, wird an der Außenseite des Körpers gemessen, vom Hosenbund bis zum Boden, und zwar ohne Schuhe. Die innere Beinlänge Maß L messen wir an der Innenseite des Beins, vom Schritt bis zum Boden, ebenfalls ohne Schuhe. Tragen Sie, wenn Sie alle Maße notiert haben, Ihren Namen in das Formular ein. Die übrigen Angaben werden von HVEP eingetragen.